Nächste Rednerin, Dagmar Pilakowitsch-Jenewein, sie ist ebenfalls Gesundheitssprecherin bei der FPÖ. Ich möchte mich kurz meinem Vorredner ein bisschen anschließen. Wir haben ein vom EuGH aufgehobenes Gesetz sozusagen repariert. Ich glaube, dass die Regelung in Österreich insgesamt eine sehr gute ist, nämlich, dass es einen Gebietsschutz gibt für Apotheken. Ich habe es auch schon im Ausschuss angemerkt, dass die Kammer, die Apothekerkammer, gerne die Erläuterungen etwas ausführlicher gehabt hätte. Schade, dass sich da die Regierung nicht mehr bewegt hat. Aber insgesamt, und das möchte ich auch zum Kollegen Loacker kommen, er bringt ja einen Entschließungsantrag ein, dem wir nicht zustimmen können und werden. Denn Sie bekritteln hier erinnern, dass die Apotheken eben strengen Bestimmungen unterliegen. Und genau das ist das, was wir möchten. Ich glaube, es ist sinnvoll, das Gesundheitswesen auch in der öffentlichen Hand zu belassen und sie nicht im freien Markt alles zu öffnen. Das ist auch etwas, was derzeit beispielsweise in Wien ist, wenn darüber diskutiert wird, dass der Krankenanstaltenverbund sozusagen privatisiert werden soll. Da sind Bereiche, wo ich glaube, das ist ein falscher Weg. Wir müssen uns wirklich darauf zurückbesinnen, dass wir sagen, die Gesundheitsversorgung, das ist auch Teil der öffentlichen Versorgung, das ist auch Pflicht der öffentlichen Versorgung. Und daher halte ich es für wichtig, dass es, wenn es der EuGH zwar kritisiert, dass es in Teilbereichen, und da geht es ja vor allem auch um den ländlichen Bereich, oder vor allem in den entlegenen Regionen, dass man dort ein bisschen, sage ich jetzt einmal, nicht ganz so starr, vielleicht flexibler handeln kann. Ich halte aber nichts davon zu sagen, da gibt es jetzt für die Apotheken so strenge Bestimmungen, da sollte man alles öffnen. Die Gesamtliberalisierung des Gesundheitswesens führt insgesamt zu einer schlechten Versorgung. Das sehen wir in jenen Ländern, wo das bereits stattgefunden hat. Und ich möchte wirklich dafür plädieren, dass wir auch mit aller Vorsicht darauf achten, dass es hier nicht zu Zerschlagungen von staatlichen Strukturen kommt. Und die Frau Bundesministerin hat ja in ihrer Rede gesagt, dass es gerade im Gesundheitsbereich so viele Player gibt. Sie hat einen vergessen, das sind nämlich noch die neuen Bundesländer. Die spielen nämlich auch noch eine ganz wesentliche Rolle. Und daher ist eben diese Zerklüftung so ganz groß. Und daher ist es umso wichtiger, hier auch darauf aufzupassen, dass Fehlentwicklungen in dem einen oder anderen Bundesland hier auch korrektiv irgendwo betrachtet werden und dass wir das nicht zulassen, dass es nicht zu einer Privatisierung in der Gesundheitsversorgung kommt. Es sei sinnvoll, die Gesundheitsversorgung nicht dem freien Markt zu überlassen, so Dagmar Pilakowitsch-Jenewein von der FPÖ. Eine Gesamtliberalisierung würde zu einer Verschlechterung der Situation führen.